die Ratten in das Ding da einpulsiert haben. Jetzt erklärt mir mal, warum ich mit dem Skateboard schneller bin als der mit seinem komischen Tucker-Motorrad. Also das, wenn ich ein Moped hier bekomme, dann will ich richtig Gas geben hier. Richtig. Hier haben wir auch, glaube ich, wie hieß sie, Zoe kennengelernt? Zoe hieß er, genau. Haben wir unser Ding ja auch bekommen. Oh nein, falsch rum reingefahren. Na, warte mal, hier ist ein Gummiband. So, da ist der Lagerhaler Center Shipping. Genau, da habe ich ja mich geärgert, weil ich ja so weit gehen musste. Finde die Schätze und fotografiere sie beim Verladen der Ratten. Zweite auch noch. You are so dead. You are so dead. All the little nerds running around screaming like girls. Hurry up. Can't be late for the party at the docks. Zack. Rats in the library. Awesome. Nee, das war nicht awesome. Man, I hope one of them bites the librarian. She's such a cow. Hey, quit squirming. We gotta remember to put a few air holes in the crate. Man, I hope these little guys don't have fleas. Gutes Foto, danke. I heard rats actually like to eat books. Man, wouldn't that be awesome? Geh zu den Dogs. Aber wir hätten bestimmt den... You can't get away from me! You're asking for it! Wollt ihr hochkommen? You can't beat me! I'm a black ninja! Tschüss! Zu den Dogs. Ja, was muss ich da jetzt machen? Wie komme ich denn da hin? Ich dachte, hier wäre ein schöner Gang durch. Scheint aber nicht zu sein. Ist auf jeden Fall in der Nähe hier. Open, was ist denn da? Was ist denn hier? Öffnen? Hä? Was ist denn hier los? Ah, geil, guck mal, man kann hier Tattoos machen. Ah, da, linker Arm. Fisch, Liebe und Hass. Großes Schiff. Stich, Schädel. Wo ist denn der Schädel? Kannst du mal den Arm runter machen? Komm, wir machen hier Liebe und Hass hin. Was haben wir hier? Ein Armband, Karten, Stacheldraht, Schlange. Komm hier, den Handschuh wenden. Danke. Ein Tattoo-Studio. Ja. Why not? So, wie kommen wir jetzt her? Jetzt erklär mir mal einer, wie ich da hinkommen soll. Hier nicht drüber? Wie können wir denn... Na, zoom eh. Gummibänder. Wie komme ich denn da hin? Da ist ja die Unterführung. Ja, muss ich denn da... Ist doch der einzigste Weg, den ich jetzt sehe. Vorteil dazu, können wir hier in der Nähe schlafen. Und ich muss nicht den ganzen Unterricht mehr machen.
Aber das ist die einzige Unterführung, die ich jetzt sehe. Habe ich jetzt irgendwas verpasst hier? Das wäre vielleicht doch... guck mal einer an, bin ich blind. Hey, war doch irgendwo noch ein Gummiband, oder? Der Herr, sie wollen sich wohl nicht mit mir anlegen. Nur vor mir ist irgendein Gummiband. Bestimmt da im Gitter drin. Stimmt hier so, ne? Upp. Ja, guck mal an. Da liegt ein Gummibändchen. Okay. Haben wir gleich schon über die Hälfte erreicht. An die 45 waren es, brauchen wir 8. Ja, brauchen wir 36, ne, brauchen wir 37 auch nicht. Brauchen wir 38, dann haben wir über die Hälfte. 4 die Städte. Ah, okay. Ich glaube, ich den auch noch knüppeln hier. Die rocken da voll ab, ey. Geht zurück zur Boxhalle. Die Städte anscheinend. Ja, aber... Mich hat doch letztens mal, glaube ich, Gary irgendwie... Habe ich doch irgendwie erwischt bei denen. Also ich ziehe jetzt eins und eins zusammen. Und er ist ja auch in letzter Zeit nicht aufgetaucht. Er will die gleiche... Das Ziel eigentlich will er haben, was wir jetzt erreicht haben vor kurzer Zeit, dass uns die Schule gehört. Jetzt ist so mein Gedanke, wenn man 1 und 1 zählt, Gary wollte, dass er auch die Schule bekommt. Also der sozusagen der Oberguru aller Leute wird. Und der Boss von jedem der Clubs sozusagen. Und das habe ich ja erreicht, die ganzen Herausforderungen, die ganzen Missionen, da bin ich sozusagen immer aufgestiegen bei denen. Wenn ich jetzt 1 und 1 zusammenzähle, wäre doch möglich, dass der vielleicht die Städte angeheuert haben, weil die Städte nicht die Schule mag. Zum Beispiel aus der Sicht von Zoe zum Beispiel. Wäre das ja eigentlich ein Sinnbild dafür, dass Gary vielleicht die Städte angeheuert hat. Ja, die ja die Gegend da vorne nicht mag, wo halt die Schule ist und die hochnäsigen Leute da halt die anderen Stadtteile. Dass die das geplant haben und alle auf mich gehetzt haben. Und weil die ja dachten, ich wäre das gewesen, weil ich ja sozusagen den Neuling am Anfang war und mich dann halt in alle reingeschlichen habe. Und dann hätte ich den sozusagen anscheinend den Streich gespielt. Allen. Aber da ich jetzt Beweisfotos habe, würde ich mal hoffen, dass sie mir glauben. So. Guck mal, schon wieder ein Städter, die sind ja vorher auch hier nicht rumgefahren. Zerfolgt er mich ernsthaft? Na dann, viel Spaß. Na ja, nicht ins Gras fahren. Wie war das X? Na, jetzt hat er mich nicht mehr am Kika. Glaube ich. Oder? Naja, bleibt da vorne bei Algae oder stecken da unten Peps am Stand. Und neum. Da bin ich. Well, Pauper, what did you find? Gibt dir der Sozialfall? Who took our trophies? Don't tell me. It was the Tooth Fairy. Yeah, either it was the Tooth Fairy or the Greaseballs. I wonder which one. Actually, trust fund babies. It was neither. It was those townies. Which townies? The ones who hang out by the factory. Them? Why would they steal our trophies? Don't talk crap, Hopkins. I'm not. I've got a picture to prove it. Why? They don't have any problems with us. Yeah, poor kids just love rich kids who act like stuck-up jerks, don't they? Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listen to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary.
You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of the school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? Schweinepuckel, würde ich sagen. Minus 25 Städter und Preps. Oh gut, 15 wieder dazu. Und 30 Money, was ich wieder nicht brauche. Oh, wo sind die nächsten beiden? Städter. Oh, beide werden in Städtern. Tipp 1 ist mit Zoe. Dann würde ich überlegen, vielleicht noch eine, wenn ich da jetzt noch hinkomme, eine Quest zu machen. Ja, eine können wir ruhig noch machen. Ich brauche jetzt noch für die Woche jetzt wieder ein bisschen Material, wieder was aufnehmen kann, beziehungsweise zum Hochladen für euch. Weil die Woche Pause gönne ich mir dann halt, dass ich hier entspannen kann und den Kanal wieder auf Vordermann bringe. Blum, blum, blum. Ja, ich hatte mit der Vermutung fast recht, dass Gary dahinter steckt. Aber dass sie mir jetzt nicht glauben, wird sich vielleicht hoffentlich herausstellen. Wir hoffen, dass es ein schönes Ende wird.